Es wird viel diskutiert in den Medien und beim Verbraucher über die moderne europäische Landwirtschaft. Leider häufig ohne das notwendige Wissen, wie es in den Ställen heute aussieht. Wer die Landwirtschaft von der Pike auf kennt, weiß, dass es den Tieren heute so gut geht wie nie zuvor. In den letzten 30 Jahren wurden die Haltungssysteme immer weiter durch Erfahrungen entwickelt, verbessert. Die Erdrückungsverluste bei den heutigen Würfen sind sehr viel geringer wie noch vor 20 Jahren. Die Ferkel werden in sauberen Abferkelbuchten die ersten Wochen nach der Geburt bei der Sau gehalten und Abstreifbügel bei der Sau sorgen dafür, dass die Erdrückungsverluste so gering wie möglich sind. In der Abferkelbucht sorgen Schutzbügel für die Sau dafür, dass die Ferkel genügend Zeit haben, sich beim Ablegen der Sau in Sicherheit zu bringen. Früher kam es häufig dazu, dass Ferkel beim Ablegen der Sau erdrückt wurden. Die Kunststoffböden sorgen für einen sauberen Boden und dass der Kot nach unten fällt und die Tiere nicht in den eigenen Extremitäten rumlaufen müssen. So bleiben sie sauber und auch gesund und fühlen sich sichtbar wohl in diesen Ställen. Durch die intensive Betreuung der Landwirte in den ersten Lebenstagen werden heute fast alle geborenen Tiere aufgezogen. Die Tiere sind nicht ängstlich, sie sind nicht scheu und eine Kamera in der Bucht weckt natürlich sehr schnell ihre Neugierde. Eine vollautomatische, computergesteuerte Fußbodenheizung sorgt dafür, dass die Tiere in der Nestzone eine optimale Wärmeversorgung bekommen. Bereits während der Säugezeit gewöhnt man die Tiere hier allmählich an festes Futter. Häufig wird zusätzlich zur Fußbodenheizung eine Abdeckung über der Nestzone angebracht, um die Komfortzone für die Tiere noch weiter zu verbessern und die Sau mit der Wärme nicht zu belasten. Die Sau fühlt sich bei 20 Grad Raumtemperatur sehr wohl. Die Ferkel möchten lieber 36 Grad. Mit dieser Zwei-Zonen-Regelung werden beide Ansprüche erfüllt. Die ersten 4 Wochen verbringen die Ferkel direkt bei der Sau in der Abferkel. Durch den Schutzbügel für die Sau werden heute nicht nur sehr viele Tiere geboren, sondern sie bleiben auch in den ersten 4 Wochen am Leben und werden nicht erdrückt. Die Ställe werden immer ausreichend mit Frischluft direkt in den Atmungsbereich der Sau versorgt. Hier sehen wir gerade, wie eine Sau sich langsam ablegen muss durch den Schutzbügel und die Ferkel Zeit haben, auszuweichen, damit sie nicht erdrückt werden. Besonders die neugeborenen Ferkel hätten keinerlei Chance, wenn die Sau mit über 200 Kilo Gewicht sich auf sie legen würde. Die Weiterentwicklung der Haltungsmethoden hat auch auf diesem Gebiet dafür gesorgt, dass die Ferkel heute wesentlich besser geschützt werden. Selbstverständlich wird auch das Stallklima in regelmäßigen Abständen überprüft und kontrolliert. Bereits während der Säugezeit wird den Ferkel über Tröge festes Futter zugeführt, damit sie sich an die Aufnahme von festem Futter gewöhnen.
Die meisten modernen Ferkelaufzuchtställe verfügen heute über drei Zonen. Eine Fresszone, eine Liegezone und eine Kotzone. Die Anordnung dieser drei Bereiche ermöglicht es dem Ferkeln, sich in den einzelnen Bereichen aufzuhalten, ohne sich gegenseitig zu stören. Gleichzeitig wird dadurch erheblich die Sauberkeit und Hygiene in den Ställen verbessert. Das gute Stallklima sorgt nicht nur für gesunde Tiere, sondern auch dafür, dass die Gesundheit der Landwirte, die in den Ställen arbeiten, erhalten bleibt. Gerade frisch abgesetzte Ferkel brauchen sehr viel Wärme. Deswegen ist eine regelmäßige Kontrolle des Klimas auch an dieser Stelle sehr wichtig. Dafür ist er auch gut. Die Kunststoffböden im Fress- und im Kotbereich sorgen dafür, dass die Tiere sauber bleiben und nicht mit ihrem eigenen Kot ständig in Berührung kommen. Allmählich wachsen die Tiere heran und nehmen stark an Gewicht zu. Nur Tiere, die sich wohlfühlen in einem Stall, werden gesund bleiben und sich entsprechend entwickeln. Im Wartebereich können die Sauen sich frei bewegen und können über sogenannte Selbstfangbuchten entscheiden, ob sie in der Bucht liegen wollen oder sich hinter den Buchten in einem Laufgang frei bewegen. Sehr häufig sieht man, dass die Sauen sich in den Kastenständen aufhalten, weil sie hier ungestört liegen können und nicht durch andere Sauen belästigt werden. So können die Sauen selber entscheiden, ob sie sich in dem Kastenstand aufhalten oder sich im Laufgang frei bewegen wollen. Die ganzen Buchten sind durch Unterflugs auch weg, nicht trocken. Sie haben nicht eher wohl nass. Ja. Und ich finde, die Schweine sind trotz bisschen kühler und sauber von denen, die vorher waren. Also, ich muss mal einen Moment leider warten. Ja, das ist das Problem. Dann habe ich mit der Brille auch. Sieht gut aus. Aber ein typisches Bild jetzt. Das hat damit zu tun, dass sie meistens hinten kuten, weil hier die Frischluft kommt. Ja. Frischluft beruhigt sich hier im Gang, geht rüber und geht dann so weg. Ja, sie haben auch hinten die Tränke. Hinten ist eh die nasse Tränke. Ja. Nee, da bin ich ganz froh, dass sie nass bei nass lassen. Die sehen sehr schön aus. Diese hier sind zivilisiert auf der Seite. Die haben sich besser organisiert. Und auch die Mastschweine werden in hellen Ställen gehalten mit viel Licht und viel Platz. Dank Vollspaltenböden müssen sie auch nicht in ihrem eigenen Kot liegen. Und wie überall im Leben gibt es neben vielen weißen Schafen auch einige schwarze Schafe. Aber voreilig die deutsche bzw. europäische Landwirtschaft zum schwarzen Schaf zu erklären, ist der völlig falsche Weg. Sehr häufig werden aus Unwissenheit falsche Schlüsse gezogen, die dann über die Medien auch noch verbreitet werden. Besonders in Europa wurde in den letzten Jahrzehnten erheblich zur Verbesserung der Tierhaltung beigetragen. In der modernen Schweinehaltung werden Tiere nicht gequält. Unsere Landwirte wissen, weil sie es über Jahrzehnte gelernt haben, wie sie mit Tieren umgehen müssen. Sie wissen auch, wenn es ihren Tieren gut geht, dann können sie mit ihrem Stall auch noch Geld verdienen. Die Ställe der heutigen klassischen Landwirtschaft entsprechen mehr dem Tierwohl, wie so manch ein Bio-Schweinestall, der nicht richtig gemistet wird. Durch mangelnde Hygiene sind in vielen Ställen biologischer Landwirtschaft die Tiere von Würmern und Parasiten befallen. Sauberes Stroh sieht zunächst erstmal schön aus. In Kombination mit diesen Exkremitäten verliert es natürlich sehr schnell an Schönheit.
Dass die Hygiene dann auf der Strecke bleibt, erklärt sich von selbst. Lassen Sie diese Bilder aus der modernen Landwirtschaft einmal auf sich wirken und denken Sie daran, die deutschen Landwirte ernähren uns. Informieren Sie sich an den richtigen Stellen über die Landwirtschaft und nicht durch Massenmedien. Das HDT-Team dankt für Ihre Aufmerksamkeit.